Hi Leute, auch in der vierten Staffel geht es wieder rund. Wir bauen und planen, bis alle Züge von Stadt zu Stadt fahren. Mit Like, Abo, Kommentar wird das nächste Cube Game Adventure wieder wahr. So, herzlich willkommen zur 62. Folge der vierten Staffel. Eins vorneweg, der Würfel ist fertig. So, schönes Hintergrundbild, gerade mit Heidelberg. Im Hintergrund, auf dem Hintergrundbild. Hier fahren wir mal ganz spontan mit unserer Doppeltraktion, der BR-156 als Güterzugversion. Und hier nebenan rauscht unser Hypertrain vorbei. Jo, hier wird fleißig geladen. Gemischte Waren, so wie es ausschaut, Eisenerzöl und. Gut. Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Wir waren das letzte Mal stehen geblieben in Potsdam, glaube ich. Erstmal mich mal schnell orientieren, wo wir hier sind auf der Karte. Cube City, zack, dann geht's hier rüber nach Hamburg und hier sollte irgendwo Potsdam sein. Da ist Brandenburg. Nanu, haben wir Potsdam abgerissen, da hinten ist Potsdam. Wir hatten hier kurz vorm Ende der letzten Staffel noch ein Stadion hingestellt, was wir definitiv weiterbauen werden, auch mit Leben füllen, Buslinie hin und ja. So, für uns geht es jetzt heute aber erst einmal weiter. Ich muss mal schauen, wo wir hier die nächste Stadt platzieren, weil der nächste Würfel ist tatsächlich fertig. Und ich würde sagen, wir würden einfach mal hier so im Herzen oder am Herzen unseres unseres Brustgebirges einfach hier mal eine Stadt platzieren, so in den Bergen, und dann schauen wir halt mal, welche Stadt das wird. Kann ich bis jetzt nicht sagen. Das schauen wir uns dann einfach mal an. So, aber wir schauen uns jetzt erst einmal den neuen Würfel an. Und zwar einmal dieses und dann geht's auch für euch. Zack, wird das Ganze mal sichtbar. Und zwar, ich erkläre das hier alles mal. Also hier mal Startbutton, dann geht's los. Hier wird sich dann unsere Stadt befinden, die wir nach wie vor aus der KI oder von der KI wählen lassen. Hier haben wir einen Reset-Knopf, um die Sachen auf 0 zu setzen. Hier wird die Anzahl der Linien ausgewürfelt, per Zufall. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Diese Anzahl der Linien wird dann getrennt in Personenzuglinien und in Güterzuglinien, auch per Zufall. Hier werden die Linien eingetragen mit den jeweiligen Fahrzeugen, also Anzahl der Fahrzeuge. Die ist definitiv unterschiedlich. Einmal für die Personenzuglinien und einmal für die Güterzuglinien. Auch das geschieht für dich per Zufall. Und dann habe ich mir gedacht, lassen wir mal noch ein kleines Diagramm im Hintergrund laufen. Das zeigt uns dann die Anzahl der Züge an und auch Personen und Güterzuglinien. So viel zum Würfel. Starten tun wir ihn gleich, aber zuvor werden wir erstmal noch unsere KI befragen. Jo, wie bekannt, gibt es nichts Neues hier in Folge 4, in Folge 4, in Staffel 4, Folge 62, hätte ich ganz gern eine Stadt in Deutschland, deren Einwohnerzahl größer als 20.000 ist und mindestens ein Bahnhof besitzt. Jo, da werden wir jetzt mal loslegen, wir drücken einfach mal auf und los geht's. So, da wird ordentlich geguckt und geschaut. So, Kaiserslautern haben wir definitiv noch nicht.
hat eine Einwohnerzahl über 100.000 und besitzt mindestens einen Bahnhof. So, und dann werde ich mir das hier mal kopieren. Zack. So schaut's aus. Dann werden wir uns hier mal verabschieden. Von unserer KI. Und jetzt befinden wir uns hier wieder im Würfel. Wie gesagt, ich drücke jetzt hier erstmal die Reset-Taste. Dann drücken wir hier mal auf Start. Jetzt kommt natürlich unsere gewählte Stadt. Ja, muss man auch die String-Taste und V drücken und nicht Shift und V. Dann klappt es auch mit Kaiserslautern und wir sagen okay. So, Kaiserslautern ist hier oben eingetragen. Der Würfel würfelt hier fleißig. Noch ist kein Ende in Sicht. Oh, das geht richtig gut los. Also, wir haben eine 5 gewürfelt. Jetzt müssten wir, oder muss ich hier die 5 eintragen. Und dann dauert es einen kleinen Augenblick, bis hier die Personenzuglinien und Güterzuglinien angezeigt werden. Da sind sie auch schon. Also, wir haben Personenzuglinien 3 Stück. Güterzuglinien 2 Stück, macht in Summe 5. So, Personenzuglinien. Linie 1 mit 3 Fahrzeuge, Linie 2 mit 3 und Linie 3 mit 4 Fahrzeugen. Die Güterzuglinien hat die Linie 1 5 Fahrzeuge und die Linie 2 3 Fahrzeuge. So, und das Ganze ist hier im Diagramm festgehalten. Linie 1, 2, 3, Anzahl der Fahrzeuge 3 und 4 und hier Linie 1 und 2 mit 5 und mit 3 Fahrzeugen. So schaut's aus. So, damit haben wir eigentlich gute Voraussetzung, hier ordentlich loszulegen. Also wir brauchen definitiv 2 Bahnhöfe. Zack, damit geht's jetzt hier erst einmal wieder zurück. Zu unserem Spiel. Ich würde sagen, wir platzieren das Ding hier genau. Machen wir es hier im Tal. Und machen wir es hier zwischen den Brüsten sozusagen. Lasst uns mal gucken, wie hier territorial, wie es hier gestaltet ist. Es geht eigentlich relativ flach hier. Ich würde sagen, wir setzen hier Kaiserslautern hin. Eine Stadt hätten wir ganz gern. Klein nehmen wir nicht. Wir nehmen schon eine mittlere Stadt. Gewerbe brauchen wir definitiv. Was wählen wir denn hier aus? Also Werkzeug, Lebensmittel oder Waren? Werkzeug, Lebensmittel oder Waren? Werkzeuge hätten wir hier. Lebensmittel hätten wir hier auch. Dann würde ich doch einfach mal sagen, wir nehmen einmal Lebensmittel. Der Rest ist zufällig und Industrie. Würde ich hier auch schon mal was auswählen. Und zwar, ja, Maschinen haben wir auch da. Das wären relativ kurze Strecken. Baumaterial. Hier hinten haben wir das ja recht gut im Griff eigentlich. Ja, kommt, lasst uns hier mal Baumaterial nehmen. Und dann legen wir hier einfach mal los. Ich platziere mal den Cursor hier. Und drücke einfach mal auf Start. Und damit wird hier eine Stadt gebaut, die bis dato noch Boden heißt. Aber das werden wir jetzt gleich mal ändern. Zack, Kaiserslautern, haben wir noch einen Zwischenspeicher. Herzlich willkommen. So, damit haben wir Kaiserslautern auf unserer Stadt, auf unserer Map. Eine neue Stadt. Holla, holla. So, wir gucken erstmal, wo hier was ist in Kaiserslautern, dass wir gleich die Bahnhöfe setzen können. Also hier ist eher Person und hier ist eher der Industriebereich. Das sieht gut aus. Damit setzen wir mal gleich die Gebäude hier hin. Ich würde sagen, wir nehmen
Wenn ich einen Bahnhof hier der Kaiserslautern heißt oder der Kaiserslautern ist, gibt es nicht sowas? Ich glaube schon. Wo gibt es sowas? Garantiert. Lass mich gucken. Ich würde fast sagen, habe ich hier irgendwie schon mal gesehen, Kaiserslautern den Bahnhof. Den haben wir nun schon. Hier gibt es nochmal Leipzig. Dann sollte das Stuttgart sein. Das ist Hamburg. Görlitzer Bahnhof. Und die ganzen Berliner Bahnhöfe. Wittenberger Platz, U-Bahnhof. Uleben. Filter reinsetzen. So, Hochbahn. Dresden. Konstruktion ist das leider auch nicht zu finden. Aber wo wir definitiv noch gucken können, ist unter Assets. Stationen. Wir gucken mal, ob hier der eine oder andere Bahnhof vielleicht noch mit bei ist. Das wäre nämlich gar nicht so verkehrt. Trains. Häuser. Basel. Sollte ich mich da so verlesen haben? Ich bin ganz fest der Meinung, dass wir mal einen Bahnhof hatten, Kaiserslautern. Dass es sowas gibt. Das ist Bonn. Das ist Dach für die Elbbrücken. Bahnhofsserie. Nee. Bahnhof Leipzig. Bitter, bitter. Schade eigentlich. Hätte ich jetzt gedacht, dass wir den Bahnhof von Kaiserslautern haben und dass wir den aufstellen können, aber schaut so aus, als wenn es das nicht gibt. Gut, müssen wir halt durch, würde ich sagen. Ich mache mal kurz Pause, weil das Telefon klingelt. So, weiter geht's, würde ich sagen. Gut, dann nehmen wir hier mal so einen ganz normalen Bahnhof. Ja, den haben wir noch nicht, würde ich sagen. Ich hätte ganz gern 6 Gleise, Hochgeschwindigkeit, Oberleitung. Yes, Länge ist ein bisschen kurz mit 160 Meter. Wir nehmen 400, das passt. Bahnsteig, 2 Module, Standardhöhe, Gebäude, automatisch, okay. Und dann platzieren wir dich mal hier hin. So, vielleicht können wir hier mal so ein bisschen drehen. So schaut das ganz gut aus. Dann hätten wir hier vielleicht auch gleich mal ein bisschen Anschluss an das eine oder andere Gleis. Das gefällt mir. Und dann brauchen wir noch einen Güterbahnhof. Da nehmen wir auch was altbekanntes. Zack, das schaut so aus. Aber da könnten wir mal einen Kopfbahnhof nehmen.
Das wäre hier ganz gut. Den setzen wir hier rein. Lass mich den mal ein bisschen drehen. Nicht, dass hier nachher unser Wald im Wege steht. Das wäre nicht so schön. Gut, dann werden wir hier mal sämtliche Bahnhöfe anschließen. So, dann geht es hier mal runter. Ich würde sagen, hier gibt es eine Straße. Erstmal städtisch, bitte. Ein Anschluss des Bahnhofes. Zack. Das machen wir mal so. Ja, ich hätte es ganz gerne hier mit einer relativ Autosave, okay, müssen wir einen Moment warten. Sollte dann aber wieder passen. So, machen wir mal wirklich kleinen Schritten. Und dann schließen wir das Ganze hier an. Perfekt, hier kann auch ausgebaut werden. Das sieht gut aus. So, dann werden wir jetzt hier gleich mal noch eine Verladestation reinladen. Natürlich für LKWs hätte ich hier ganz gerne etwas. Ich weiß gar nicht, wo ich meine relativ großen. Ladestationen hier gelassen habe. So, Türmenlänge 20, 30, 4 machen wir 40 Meter normal. Boom. Jetzt hätten wir gerne 3 LKW, LKW, LKW. Einfahrtlänge, Zaun, Asphalt, höhere Güterkapazität, Beschilderung, Beleuchtung. Das brauchen wir nicht. Sehr schön. Oh, hier hat die KI gleich mal eine Straße gebaut. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Hier gut angeschlossen oder am Bahnhof angeschlossen, das passt. Wie gesagt, die KI hat hier gleich mal eine Verbindung gebaut. Hätte sie nicht machen brauchen. Wir haben eigentlich genug Verbindung zum Bahnhof, aber okay. So, dann gibt es hier noch mal zum Personenteil. Würde ich auch gern hier eine Straße langziehen, dass wir gleich verbinden können. Zack. Dann geht's hier runter. Ja, lass uns das mal ein bisschen Schwungen machen. Dran setzen. Zack. Dann schauen wir mal, ob wir hier. Ja, hier kriegen wir eine gute Verbindung hin. Zack. Zack. Das passt. Dann werden wir hier mal ein bisschen dem Städtebau mal ein bisschen helfen. Genau. So schaut es gut aus. Damit bekommen wir hier relativ gut die Stationen hin. Personenverkehr. Ich würde hier ganz gerne, ja doch, relativ Anschluss für Straße, U-Bahn, Straßenbahnstation. Keinen brauchen wir nicht. Ich möchte hier nur mit Bussen hantieren. Dann werden wir hier einen relativ großen Busbahnhof hinsetzen. Haben wir so glaube noch nicht diesen Bahnhof. Ist hier zu groß. Zack. Damit setze ich dich mal hier ran. So schaut's aus. Perfekt. Gut. Du hast hoffentlich hier eine Verbindung.
Zum Bahnhof gehe ich mal ganz schnell von aus, dass das passt. Sehr schön. Gut, wir haben Kaiserslautern. Und jetzt heißt es hier mal die erste Linie bauen. Wo fahren wir denn hin, vor lauter Schreck? Wir könnten rein theoretisch nach Potsdam fahren. Oder halt nach Exelhausen. Wir können eigentlich überall hinfahren. Genau, wir werden hier mal als erstes mal eine relativ kurze, knackige Linie machen. Oder zumindest den ersten Halt relativ kurz und knackig. Der geht hier nach Potsdam. Da würde ich ganz gern hier lang fahren. Gleis Nummer 2 nehmen wir gleich mal mit. So, dann probieren wir das hier mal wieder mit Paralleltracking aus. Das passt. Gleisvorfeld setzen wir hier hin. Zack. Und dann geht es hier Paralleltrack-mäßig weiter. Ist hier noch eine schöne Kurve, dass wir hier rumkommen. Zack. Und hier so ein bisschen am See vorbei. Dort haben wir dann Potsdam. Da können wir auch hier definitiv das Gleis nutzen. Da können wir uns hier reinsetzen. Damit dran, viel mehr gesagt. Zack. Gut, jetzt haben wir hier die manche Seite, habe ich angefasst. Ja, das lassen wir mal liegen. Vielleicht brauchen wir das noch. Keine Ahnung. Hier für uns rein und raus. Wir machen mal ein paar Tricks hier aus. Zack, wir legen uns hier hin, dass wir schön rauskommen. Und hier Anschluss finden. Sehr schön. So, dann geht's für dich hier rein. Und schon. Haben wir hier so die erste Verbindung nach Potsdam. Wir haben gelernt, unser Potsdamer Bahnhof wird hier hinten diese ersten beiden Terminals gar keine Verbindung. Das nutzen wir jetzt mal aus und werden sagen, okay, du bist hier für uns neues Gleis, unsere Linie, jetzt haben wir es. Nein, schwierig heute mit den Worten. Ja, die ganze Woche gequasselt, Worte sind verbraucht. So, dann geht's für dich hier ran, natürlich, zack. Damit sind wir schon mal in Potsdam. Jetzt müssen wir die Ausfahrt finden aus Potsdam. Ich glaube mal, wir steuern hier schon relativ viel Städte an. Gucken, ob wir hier irgendwas finden können, was wir noch nicht so direkt anfahren. Da zwar wenig Hoffnung, aber wir gucken mal, wo könnten wir hinfahren? Wir könnten von hier aus direkt nach Cube City fahren. Dann vielleicht nach Heidelberg. Jo. Dann machen wir nämlich Folgendes, wir werden mal hier in Cube City hinsetzen. Einen neuen, würde ich sagen. Da
letztes Mal mal so einen kleinen Durchgangsbahnfilm. Zwei Gleise. Sowas hier, so ein Standardbahn. Zwei Gleise, Länge. Doch. Maximum. Bahnsteig. DB 2000. Hochgeschwindigkeit. Oberleitung. Yes. Genau, und sowas habe ich gedacht. Soll ich mal sowas nehmen, dort dran setzen. Zack. Dann nehmen wir hier gleich mal eine Straße für die Stadt. Dann werden wir unsere Buslinie so ein bisschen erweitern, dass die definitiv ja auch den Bahnhof anfährt. Der eine oder andere Passagier wird hier schon den Weg alleine finden, aber damit wir hier auch eine ordentliche Verbindung haben, dann würde ich sagen, machen wir das dann definitiv. Letrix im YouTube, wir probieren es. Zack. So schaut's aus. Dann geht es hier über die Straße runter. Funktioniert das natürlich nicht mit den Paralleltricks. So, was wir hier gleich machen, haben wir eigentlich? Nein, wir haben nicht keine ordentlichen Bahnübergänge. Die hätte ich ganz gerne. Städtisch. Ja. Zack, kaufen wir. Das sieht gut aus, das gefällt mir. Und dann geht es hier einfach mal weiter nach Richtung Potsdam. Wir haben ja hier unsere Linie. Ich glaube mal, wir werden hier, ich werde das hier definitiv so rüberziehen, dass wir hier eine eigene Linie haben. Lass uns hier mal eine Brücke machen. Wir werden ein bisschen in die Höhe gehen. Ich hoffe, wir kommen hier rüber, dass es reicht. Von der Höhe her. Das schaut erstmal gut aus. Zack, eine Brücke. Sehr schön. Und dann geht es hier wieder runter. Da hätte ich aber ganz gerne eine Aufschüttung. So, das war hier einfach mal da. Zwischen den Seen. Dann werden wir uns hier durchschlängeln. Genau, dann geht es hier rüber für uns mit einer Brücke. Zack. Und hier im Prinzip am Depot vorbei. Schauen wir mal, wie wir die Verbindung hinkommen. Aber zuvor ziehen wir erstmal das zweite Gleis hier rüber. So schaut's aus. Sehr schön. Gut. Gucken wir mal, wie wir hier. Boah. Ich würde ja fast sagen, wir probieren das hier mal mit einem Tunnel, dass wir hier oben durchgehen, weil oben rüber wird schwer, glaube ich. Lasst uns hier mal in die Tiefe gehen. Das war einfach mal sagen, wir setzen uns im Tunnel an und gehen unten drunter durch. Schauen wir mal, wann wir hier eintauchen. Da schaut es gut aus.
jetzt hier hochkommen. So, das gefällt mir, aber mir gefällt nicht, wie wir hier rauskommen, oder wo wir hier rauskommen, andersrum. Das Stück, was wir hier haben, gefällt mir nicht. Doch, zack, hier lang, hier lang, hier lang. So sollte das hier funktionieren. Dass wir uns hier dann definitiv anschließen können. Sehr schön. So, einmal hier unten durch, dann kommen wir hier raus. Perfekt. Sehr schön, okay. Dann haben wir mal den ersten Teilabschnitt hier fertig. Bis nach Cube City und von da aus würde ich sagen, geht es dann für uns weiter nach Heidelberg. So der Plan. Aber genau dies schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Wir schnappen uns hier einen Zug und fahren hier aus unserem schönen Potsdam einfach mal mit dem, ja, mit der schönen ÖBB CityJet Lokomotive und nicht ganz den richtigen Wagen. Fahren wir einfach mal mit raus. Ich halte meine Klappe, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer XLK. Bye, bye.